Herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen bei der Saints Row 4. Und mein Plan ist es jetzt, diesen Zipfel auf der Karte, hier, den man so wunderschön sehen kann, diesen Zipfel mal komplett lila zu machen. Und deswegen vermute ich, dass es hier irgendwo eine Aufgabe geben wird, die jetzt hier nicht angezeigt wird. Und das wollen wir doch jetzt mal rausfinden. Wir laufen mal ein kleines Stück. Hier ist eine Tankstelle. Die kann man bestimmt explodieren lassen, oder? Wollen wir das mal testen? Wollen wir das mal testen? Oh, hier ist ein Fahrrad hinten dran. Geil. Kann man nicht das so abnehmen vielleicht? Nee. Bam. Okay, das habe ich mir jetzt ein bisschen aufregender vorgestellt. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Oh, hier ist ein Punker. Hier ist ein Punker. Warum läufst du weg? Warum läufst du denn weg? Ist hier noch eine blaue Person? Ne, die ist nur blau gekleidet. Ja, nicht jeder kann so schön geboren werden wie ich. Mit einer blauen Glatze. So, das Auto ist mir zu langsam. Wenn deine Sprintanzeige aufgebraucht ist, musst du warten, bis sie wieder aufgefüllt ist, damit du wieder sprinten kannst. Das ist ja albern. Das ist ja albern. So, das Auto ist schnell genug. Wobei, wir müssen gar nicht so weit mehr fahren. Aber wir sind ja so unglaublich faul, ne? Ui. Ui. Oh, das ist der Pacemaker. Das Auto heißt Pacemaker und das Bullenauto heißt Peacemaker. Das finde ich ja lustig. Haha. Hahaha. Nicht. Okay. So. Lass uns mal Ausschau halten. Hier müsste es irgendwo eine Aufgabe geben oder sowas ähnliches. Ne, das da hinten hatten wir schon. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir. Da haben wir irgendwas weggeballert. Hier muss doch irgendwo was sein, Leute. Hier muss doch irgendwo was sein. Hier hat es so rot durchgeschimmert, aber das war, glaube ich, das Mutterschiff da hinten. Da ist noch was? Oder bilde ich mir das ein? Oder waren wir da auch schon? Hier? Hier? Ne, das sind einfach nur so rote Dinge an diesen Masten. Es muss doch hier irgendwas geben. Oder schaltet sich das quasi so über die Zeit frei? Kann ja auch sein, ne? Kann ja alles sein. Guck mal, jetzt bin ich hier schon eigentlich überall gewesen, gefühlt. Oh, komme ich hier durch? Oh, yes. Ups, Entschuldigung. Aber da solltest du auch nicht schlafen, mein Freund. Das war kein Schlafplatz. Was ist hier los? Was ist hier los? Guck mal, hier wurde jemand angehalten von den Bullen. Was? Muss der pusten? Entschuldigung, Officer. Entschuldigung. Wie kann ich denn jetzt hier am schnellsten mal die Welt retten? Das wäre mal eine interessante Frage für mich. Obey or perish, ja, ja. Ja, das mit dem Umschauen hat ja jetzt nicht so gut geklappt. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ich will jetzt nicht einfach so Leute kaputt machen. Oh, hier leuchtet irgendwas. Hier leuchtet irgendwas. Was ist hier los? Was ist hier los? Komme ich hier über die Wand? Ja, ne? Komme ich hier nicht über die Wand? Nee. Nee. Aber hier, ne? Aber hier. Nee, hier ist so ein... Ach, shit. Hier ist ein Stacheldrahtzaun. Komm, dann müssen wir noch ein Stück fahren. Dann umfahren wir das mal. Und ich hoffe, dass es hier irgendwie so eine Basis, die ich wieder übernehmen kann. Weil wir wollen ja den ganzen Zipfel lila machen. So. So, hier. Links. Und nochmal links. Guck mal, hier ist doch... Hier ist doch... Kann ich das irgendwie kaputt machen? Ich habe ja auch keine Granaten und nichts, ne? Wupp. Wupp. Wieso konnte ich hier nicht hoch? Kann ich das irgendwie... Nee, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Kann ich sowas hier kaputt machen? Auch nicht. Muss ich das irgendwie fliegend vielleicht kaputt machen? Mit so einem Fliegeding? Was ist das denn hier? Achso, das haben wir schon geschafft. Turm hochsteigen. Lass uns das doch mal machen. Vielleicht schaltet ja der Turm so Aufgaben frei, ne? Kann ja auch alles sein. Das kann ja alles sein, ne? Das ist aufregend, dieses große neue Spiel hier zu spielen. Bei manchen Spielen, die so rauskommen, denke ich ja manchmal, überlege ich ja immer, oh, die sind so ein bisschen teurer und willst du dir das jetzt leisten? Willst du das Let's Playen? Was hast du damit vor? Und bei diesem Spiel hier, da muss ich nicht lange nachdenken, da habe ich direkt vorbestellt. Wow! Und habe sogar noch irgend so ein DLC dazu bekommen. So ein Mini-DLC. Von dem ich noch nicht weiß, was das macht oder soll. Ich habe auch vergessen, wie es heißt. Macht, glaube ich, nur irgendwelche
Special-Anzüge oder so, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich guck mal noch, wie es heißt, wenn ich mal Zeit habe. Aber zunächst gehen wir mal auf diesen Turm und machen dann mal die Gegend unsicher. Hoffe ich. Oh, wir könnten natürlich auch mal auschecken, was in dieser Kirche hier ist. Vielleicht müssen wir die einfach mal nur so ein bisschen aufräumen. So, Zwischenstopp Kirche. Sin is law above all. So, Sin heißen ja die Aliens, ne? Komme ich hier rein? Warum komme ich hier nicht rein? Was muss ich tun? Ist die einfach nur Deko, die Kirche, oder was? Scheint so, ne? Ach, schade. Ach, schade. Geh mal da durch. Warum gehst du da? Oh! Wer baut denn sowas? Ich will mich nicht beschweren. Das ist alles toll. Das ist alles toll. Kommen wir von weiter. Wo ist der Turm? Ach so, hier vorne ist schon der Turm, oder was? Beziehungsweise, ich glaube, das GPS führt mir nicht ganz bis zum Turm. Guck mal hier. Hier ist der Turm eigentlich. Lass uns doch mal hier hin navigieren lassen. Und dann finden wir das Ding schon. Oh, ist es das vielleicht? Ups. Ist es das Ding vielleicht? Ey, lass mich doch mal durch hier. Anna. Du brauchst doch nichts zu suchen. Okay, das ist tatsächlich, das hier ist der Turm. Nee, warte. Wo denn nun? Lass mal hier aussteigen. Lass mal hier aussteigen, Mr. Präsident. Und dann gehen wir hier hoch. Wow. Und hier ist dieses Turmsymbol. Oha. 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 Muss ich hier hin? Muss ich hier rauf? Alter, willst du mich verarschen? Da kommt er jetzt nicht hoch, oder was? Können wir mal... Sag mal, Leute. Können wir... Hallo? Aber das Symbol ist auch irgendwie ausgegraut. Kann das sein? Warum ist das so? Muss ich da irgendwie hochfliegen? Was muss ich denn jetzt machen? Was? Och, Leute. Ich brauche Tipps. Ich brauche Tipps. Was muss ich machen, um da jetzt hochzukommen? Muss ich vielleicht von hier oben springen? Oh, nein, nicht. Oh, Vorsicht. Nee, das schaffe ich doch nicht. Oh, okay. Okay. Also das Turmexperiment hat jetzt auch so mittelgut geklappt, ne? Wie zur Hölle komme ich da hoch? Was ist denn das da hinten für ein Ding hier? Komme ich da? Ey, jetzt wollt ihr mich aber verarschen. Ich wollte gerade sagen, ne? Vielleicht muss ich hier erstmal... Alter! Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen genervt. Jetzt ist auch noch meine Laufanzeige leer geworden. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich mich hier irgendwie hochbeamen lassen? Geht auch nicht. Leute, ihr müsst mir mal ein paar Sachen erklären. Ich kann mir das ja auch nicht alles ausdenken, ne? Turm hochsteigen. Ja, würde ich aber uns nicht gerne. Würde ich aber uns nicht gerne machen. Wie komme ich da rauf? Einfach gar nicht. Da müssen wir was anderes machen. Ich hoffe, es gibt hier auch genug zu machen. Dann lass uns doch mal hier so einen Punkt markieren. Sagen wir doch einfach mal, wir wollen diesen hier markieren. Zacki Deli. Dann holen wir uns mal wieder ein Autochen. Das hier finde ich ganz gut. Ist das der Pacemaker? Ich weiß es gerade nicht. Nee, nicht Alarm anmachen. So. Sovereign. Alles klar. Die Leitplanke hat uns aufgehalten. Da kommen wir jetzt nicht durch, natürlich. Ey, ey. Vielleicht waren wir auch zu langsam. Dann will ich nichts gesagt haben. Dann will ich überhaupt nichts gesagt haben. Dann ist das ja alles richtig, ne? Bei diesem Spiel muss man Realismus auch ganz groß schreiben. So, lass mich mal durch hier. Oh, das ist Action. Das ist Action, wie man sie sehen will, ne? Los geht's, weiter geht's. Lass mich durch. Lass mich durch. Ich bin so eine Art Arzt. Oh, hier haben wir... Achso, das ist eine Koop-Mission. Das ist ja ganz toll. Oder? Ja, Koop-Mission. Dann lass uns doch mal hier hinfahren. Wo müssen wir da lang? Hier. Ich finde es ein bisschen dunkel, das Spiel. Ich habe schon die Helligkeit hochgestellt, aber so richtig bringen tut das nichts. Jedenfalls wenig. Oh, da sind wir schon. Jetzt ballern wir mal ein bisschen rum hier. Hui. Hui. Oh, oh, oh. Nadnadnadnad. Und Kopfschüsse. Immer schön Kopfschüsse machen, ne? Ihr kennt das Spiel. Nachladen. Wieso hat er nicht nachgeladen, als ich gesagt habe, nachladen? Und jetzt wieder nach, wenn ich nicht gesagt habe, nachladen. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es gleich. Und, yes. Was? Schwere Pistole? Was?
Halten. R. Schwere Pistole gegen Alien-Pistole austauschen. Das nehmen wir nochmal. Hier gibt es noch Kohle. Die können wir einsammeln. Oh, nicht mehr, nicht auf mich schießen. Lass uns mal gucken, wie die aussieht. Hier, zack. Bam, bam. Cool. Schuss. Und Treffer. Bam. Boah. Will die wegfliegen? Was ist hier? Was war hier? Was, was? Was? Hier war noch irgendein Gewehr. Da. Feuerstoßgewehr gegen ihn. Lass uns das mal austesten. Was kann das denn? Oh, geil. Und da kommen auch schon die ersten Kandidaten. Bitte aussteigen und... Okay. Kann man machen. Es sieht relativ stark aus, das Ding. Bam, bam. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Du? Okay. Wenn du das hast. Lass uns mal ganz kurz gucken. Jetzt haben wir das hier zu unserem Feld gemacht. Jetzt wollen wir da noch mal hin. Da lassen wir jetzt auch, quasi diese roten Streifen einfach mal stehen. Vielleicht überleben wir es ja. Da ist Wasser. Das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt kommen wir hier gar nicht durch, ne? Doch, doch, doch. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Einmal hier lang. Und danach müssen wir abhauen. Danach müssen wir verschwinden. Danach müssen wir uns fertilisieren, damit die uns nicht mehr alle verfolgen und damit alles kacke Arsch ist. Weil ich glaube, dann ist halt auch wirklich alles kacke Arsch. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was das Gewehr so drauf hat. Oh ja, oh ja. Oh ja, und das muss man auch nicht nachladen, Leute. Das muss man nicht nachladen. Das muss man nicht. Doch, das muss man nachladen. Scheiße. Ich hatte mich erst so ein bisschen gefreut. Jetzt schieß doch. Warum schießt er nicht? Hast du jetzt nachgeladen oder nicht? Jetzt schießen die auch noch von hier hinten. Zack. So, da lag Leben. Aber wir sind so hart im Nehmen. Wir holen uns jetzt noch kein Leben. Oh, oh. Doch, jetzt aber. Leben, 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 Leben. Oh, jetzt sind hier so Fliegeviecher. Und das ist gut. Weil ich will gleich mal austesten, ob wir mit so einem Fliegeding auf so einen Turm können. Weg da, weg da, weg da. Zack, wir haben's, wir haben's. Oh nein, jetzt ist das Ding hier weg. Scheiße. Scheiße. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal, wie gesagt, verdünnisieren. Tabulator, Upgrade, Upgrade. Irgendein Upgrade ist gekommen. Kriegen wir den jetzt, kriegen wir den jetzt? Wieso treffe ich den nicht? Treffe ich den nicht? Wieso treffe ich den nicht? Jetzt schieß doch, schieß, schieß. Nein, 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 nein. Oh. Oh, fuck. Jetzt sind wir gleich tot. 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 Spring. Oh, fuck. Ach, verflucht. Was kostet jetzt so ein Tod? Das kann mir wahrscheinlich auch keiner sagen. Warum nicht? Das prangere ich an. Was war hier mit Upgrade und so? Aufträge. Upgrades. Ach, siehst du, hier sind so extra Aufträge. Da muss ich gleich nochmal gucken. Bandenfähigkeit, Fähigkeit, Gesundheit, Schaden. Explosionen kann... Ach, hier kann ich... Ach, dann kann ich hier so aufsteigen, oder was? Handfeuerwaffen. Möchtest du diesen Gegenstand kaufen? Leichte Verringerung der Schäden durch Kugeln und Laser. Das finde ich gut. Das ist quasi unsere Rüstung, die wir gerade gekauft haben. Das fand ich sehr gut. Das fand ich sehr gut. Und jetzt bei Kampf. Was können wir da machen? Beidhändige Pistolen, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Munition, beidhändige. Warum ist das hier noch? Ach, noch eine. Wie? Benötigte Stufe 1. Achso, noch benötigte, oder was? Okay, was haben wir denn noch? Bandenfähigkeiten. Begleiter, Fahrzeuglieferung. Achso, das. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Schaden haben wir ja jetzt nur schon das Einzige, was wir machen konnten, gemacht. Fähigkeiten. Ausdauererhöhung. Was brauchen wir hier? Neues Gateway, Führer, optional. Das wollen wir doch gerne nehmen. Hier so ein bisschen schneller sein. Oh, hat das jetzt Kohle gekostet? Oh, das hat Kohle gekostet, ne? Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber das brauchen wir eh. Wir müssen viel und schnell laufen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist total wichtig für meine Strategien und so. Hier sind. Achso. Okay. Manchmal vertue ich mich ein bisschen. Ich würde ja wahnsinnig gerne mehr Schaden machen. Munition. Ja, lass uns da mal mehr Munition reinhauen. Das finden wir auch gut. So, jetzt haben wir noch 7000. Das muss jetzt erstmal reichen hier. Und Aufträge. Lerne die Regeln. Schauen wir mal. Ah. Ja, das möchte ich gerne tun. Ach, so läuft das. For some reason. I've only been able to locate a small amount right now, which I'm having trouble locking onto. Once in the general area of a cluster, I should be able to direct you to its location.
Okay. Dann zeig ich mal bitte. Why are you sending me after these things and where exactly are they? I'm still trying to figure out precisely what they are, but they seem like they'll be useful. There are several near my warehouse. I can't pinpoint their exact locations, but I marked the general areas for you. Okay. Das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Okay. Also hier ist so ungefähr die Gegend, wo diese Stellen sind, wo ich hin muss. Das heißt, okay, das GPS zeigt eh schon dahin. Dann begeben wir uns doch mal auf den Weg. Und ja, gut, dass ich jetzt in Folge, was ist das, 5 oder 6, jetzt erst merke, wie die eigentlichen Aufgaben angewählt werden. Aua! Aber naja, gut. Der frühe Wurm ist halt ein Arschloch und das wissen wir alle. Und den mag auch keiner, den will keiner mitspielen lassen, nie. Ach, da. Ja, ich hab schon hier, ich hab schon gesehen. Im Augenwinkel, da ist es doch. Was muss ich jetzt tun? Safe-ish? Das heißt, ich muss da einfach nur hinfahren, das einsammeln, weiter geht's. Come on, Kenzie, sing it with me. No. I don't think so. Oh, come on. I'll even let you be the cat. Not gonna happen. We come together. Now your turn. Come on. And you know it ain't fiction. Come on. No. Kenzie, that's an order from your president. Fuck that. This is why we aren't closer. Warum willst du nicht mitsingen? Das verstehe ich nicht. Da ist es. Da ist es. Ich hab's gefunden. All right, got another. Okay, weiter geht's. Ich finde aber auch, dass Kinsey mitsingen sollte. I know I'm gonna regret this, but how is it amazing? It seems that anything that broke the normal rules of the simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. Huh. I actually kind of understand that. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine to loop into your code base. Nope. Never mind, you're talking gibberish again. Ugh. It's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Now we're talking the same language. So, three of these enough? Still missing some key fragments. Get one more and we'll see. Okay, also wenn ich diese Datensachen sammle, dann kann ich die Welt quasi immer mehr beeinflussen, beziehungsweise... Data thingies. Clusters. Fine, clusters. If they can be so useful, then why isn't Zinyak sending his people out to collect them? Why would they need them? To give his people a... boost or something. I don't know, you're the one who says they're amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just... He wrote the simulation! Yeah, but what about keeping us from... You know what? Never mind. I'm just gonna accept this and move on. Probably better that way. Holy shit! Zinyak destroyed my apartment! Oh. That place should have been condemned a long time ago. Whoa. I always thought it had character. That should be enough. Let's see what I can do here. Check your hub. Check your hub. Okay, also wir haben jetzt Datendinger gesammelt und können wahrscheinlich irgendwie uns upgraden oder so, kann das sein? Warum, was soll ich jetzt machen? Check your hub, sagt sie. Ne, das sind die normalen Upgrades. Wahrscheinlich muss ich hier bei Aufträge gucken, ne? Ne. Ne, ich bin immer noch in einem Auftrag. Ja, und nö? Extras? Ne. Cheats? Aber was... Was kennen sie... Greif auf das Kräftemenü zu. Okay. Muss einfach nur ein bisschen warten. Kräfte. Beide Kräfte aufbauen. Supersprint. Okay. Supersprint. Verfügbar 4, Preis 2. Übernehmen. Schneller laufen als Autos. Wie geil ist das denn? Das habe ich mir immer gewünscht. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Und hier? Supersprung. Mit dem Wandsprung kannst du nun senkrechte Oberflächen auflaufen und mit dem aufgeladenen Supersprung kannst du über Gebäude springen. Yes! Halte leer gedrückt, um deine Sprünge aufzuladen und höher und weiter zu springen. Das ist so ein bisschen wie bei, wie hieß das Spiel? Wie hieß das Spiel mit diesem Virus, wo man immer so sich weiter aufgebaut hat? Scheiße, wie hieß denn das? Wie hieß denn das? Das war so geil. Das war so geil. Muss ich nochmal nachgucken, wie das hieß. Supersprung. Kaufen. Kaufen. Geil. Oh mein Gott. Kehre in Zukunft zum Kräftemenü zurück, um deine Kräfte zu verbessern. Bla 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 bla. Alles klar! This feels awesome. Here, let me load up a training program for you to test your powers. Ja, bitte. Ja, bitte. Eigentlich ist die Folge jetzt vorbei, aber dann machen wir das jetzt noch. Komm, dann testen wir noch unsere Kräfte. Geil! The code says you can jump long distances and run at super high speeds. How about starting with a small jump?
Tick. Oh. Okay. Das ist tatsächlich ein kleiner Sprung. Ui. Oh. Wie? Warum? Okay. Okay, try focusing on charging your jump. That should get you higher. Oh, okay. Da bin ich ein bisschen zu weit gelaufen. Lass mich mal gucken hier. Aufladen, aufladen, aufladen. Wie weit geht das? Hört das irgendwann auf? Oh, okay. Schon wieder ging die Scheiße. Das kann doch nicht sein, ey. Oh, ich kann... Guck mal, guck mal. Oh. Und bam. Nein, spring. Komm. Oh Gott, bin ich schlecht. Oh Gott, bin ich schlecht. Okay, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ding. Yes. How the hell am I supposed to jump up that? Try pushing off from the wall each jump. I can climb walls? It'd be more accurate to say you can jump up them repeatedly. Same difference. Okay, geil. Okay, geil. Ich komme jetzt auf Hochhäuser rauf. Das heißt, ich kann jetzt diesen dummen Turm da erklimmen, wo ich eben halt die 10 cm nicht hochspringen konnte, ne? Geil. This time I blew the buildings apart. Try making that jump. Woohoo! I'm liking this. Und bam! Geil! Okay, now for the big test. Use your super speed to get a running start and leap to that opposite building. Oh, you gotta be joking. Just try it. Fine, but I want something more challenging. Good, because I found a race subroutine already in the city. Perfect. See? You did it! Juhu! Und jetzt? Und jetzt? Was? Hallo? I think I figured out how this works. Run along the path collecting the power orbs, which should boost your new speed. Every time you hit a checkpoint, you'll be able to stay in the program a bit longer so you can reach the end. Though you probably want to avoid the firewalls along the way. Good luck. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir hier noch so eine Challenge schaffen, oder was? Ach Leute. Okay. Ja, das ist genau wie bei diesem Spiel. Wie hieß denn das nochmal? Ich wüsste das so gerne. Kann das mal losgehen hier? Super schön Kugeln, okay. Los, ja, sag ich doch. Don't know, but it seems like when you break through any checkpoints during the race, the district's reality matrix will overload a little. That means something to me? It means the simulation doesn't like it, and we're able to control the area. Sounds simple enough. It did the first time I said it too. You know I love you, Kenzie. Wise. Die beiden, ne? Die beiden. Vorsicht! Wow! Alter! Oh, da hätte ich. Da habe ich ein paar Orbs verpasst. Das ist nicht gut. Da kriege ich jetzt aber nicht Gold, ne? Das ist sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Oh, bin ich. Oh. Okay, hier müssen wir wieder springen. Wow! Komm, spring, Digga! Wow! Okay, könnt ihr mal in den Kommentaren bitte schreiben, welches Spiel ich meinte. Ihr wisst das ja bestimmt. Wo man auch so ähnlich die... Oh, ich hab Gold gekriegt! Ich hab Gold gekriegt! Wie krass ist das denn? Chaoslauf geschafft! Alles klar, Leute. Das war's für diese Folge. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind auf Weihnachten und einen Flitzebogen bin ich gespannt auf die nächste Folge. Ich würde mich total freuen, wenn ihr auch dabei seid. Das war euer Fischkopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.